Halli und Hallöchen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Partie Slime Rangers. Ja, und für jeden, der sich gefragt hat, Mensch Seppel, du warst letzte Folge ja schon richtig weit, obwohl du noch gar nicht so viel von davon veröffentlicht hast. Ich habe gemerkt, dass, ja, wie soll ich das sagen? Ich war auf dem falschen Profil. Ja. Ich habe nämlich zwei Profile. Eins für meine Freizeit. Und eins für... Ach, du frisst doch nur diese Hühner, oder? Und eins für... Für meinen Kanal. Ja, fress das. Friss. Wir haben sogar schon... Echt, waren wir so weit? Ich kann mich echt da nicht mehr dran erinnern. Mann. Echt so krass verpeilt. Friss das! Friss doch Fleisch! Hier ist Fleisch! Nee, das soll zu fressen! Willst du nicht fressen? Hier. Na, geht doch. Ja. Bam! So, liebe Freunde. Und jetzt? Jetzt nicht. Oder wir haben die da drin. Das ist okay. Eigentlich brauchen wir noch ein Gehege. Ja. Wir brauchen noch ein Gehege. Das hilft alles nix. Hohe Wände, Musikbox. Na, scheiße. Jetzt muss ich erst ein bisschen farmen gehen. Aber die nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Ja, machen wir erstmal zum Money Money in the Bank. Vielleicht müssen wir dann gar nicht mehr so viel sammeln. Das. Okay, ich glaube, das reicht noch nicht ganz, oder? Für irgendwas? Mensch, komm her! Nee. Nee, okay. Also, müssen wir... erholen uns auf jeden Fall noch ein paar davon. Aber dafür, liebe Freunde, wir haben eine Pogo-Frucht. Wieso wollte ich eine Pogo-Frucht? So. Ja. So, was haben wir hier? Hier habe ich eine Pogo-Frucht angebaut. Und da diese Radieschen. Ja. Sammeln wir jetzt erstmal ein. Alles klärchen. Was ist hier? War ich hier hinten eigentlich schon? Kann man auch was kaufen? Labor? Es erlaubt dir, deine Karriere als unlizenzierter Amateur-Slime-Wissenschaftler zu beginnen. Okay. Alles klar. So. Ja, verpiss dich, ey. Oh, komm her. Ich brauche euch hier nicht. Ihr fresst mir nur alles weg. Ihr verfressen Bitches. So. Jetzt gehen wir erst noch pennen, oder? Jawohl. 6.03 Uhr klingelt der Wecker. Was für eine Zeit, Jungs. Was für eine Zeit, sag ich euch. So. Ne, eins von uns. So. Lass mal alles einmal. Bam, bam, bam. Ja. Ne, zwei brauchen wir noch. Jawohl. So. Dann gehen wir doch mal auf die Suche. Ja, das können wir auch immer mitnehmen. Das ist auch nicht verkehrt. Mehr. Naja, haben sie schon alles weggesniggelt. Mehr. Mehr. Ach, schon wieder voll. Sorry. Das will ich auch nicht. So. Okay, der Slime ist weg. Ganz klar. Oh, das ist eine Kiste. Gib mir mal die Kiste. Ja, die Hühner waren wir jetzt eigentlich noch nicht.
Okay. Boah, jetzt ist mir so ein... Oh, ist viel, Alter. Wie viele pinke Plots hier einfach sind, ey. Wahnsinn. Das ist echt nicht mehr feierlich. Mal ganz im Ernst. Geil. So, was haben wir hier? Ja, der ist sinnlos, weil... Schatzkapsel ist geschlossen. Ach ja, was ich auch rausgefunden habe, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe, ich habe das Spiel auf Englisch eingestellt. Ach, ein Phosphor. Nee, brauche ich. Ja, und ich habe gemerkt, ich kann es eigentlich auch auf Deutsch stellen. Aber das muss man erstmal wissen. Ja. Und ich habe das, ehrlich gesagt, relativ spät erst gecheckt. Deswegen, habe ich das jetzt auf Deutsch. Und ich habe in der ersten Folge, seit die ich ja vor kurzem erst hochgeladen habe, schon nicht verstanden, was es mit diesen Schatzkapseln auf sich hat, ja? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Da hinten schon. Nee. Ist hier irgendwas Cooles? Nee, jetzt was. Euch? Wer bist du denn? Weg. Ich bin kein Katzen-Slime. Ah, dann brauchen wir schon wieder einen Schlüssel. Aber haben wir das letzte Mal nicht noch so einen Typ hier gesehen? So einen anderen Slime? Also noch so einen riesen Slime, so einen Honey? War das nicht so? Oder will ich mir das schon wieder nur ein? Ich weiß jetzt auch noch nicht, wa? Okay, also hier kommen wir jetzt großartig nicht weiter. Ja, einfach den scheiß Schlüssel nicht haben. Boah, hier ist schon wieder so ein... So, wir brauchen auf jeden Fall hohen Schleime, ja? Das wäre auf jeden Fall nice. Honigschleime wären schon richtig sick, aber... Wo kommen wir hier hin? Okay, das ist Danger. So ist hier schon wieder... Ach, hier schon wieder... Verpisst euch! Honigschleim! Jawoll. Komm her! Honig! Jawoll. Ist noch einer. Ja! Minz Mango! Komm her! Ach, scheiße. Das ist die Scheiße. Komm her. Nein! Ja, mach das weg. Was ist das? Leute, macht das weg. Abbrechen. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Okay, das ist ja hier. Okay, drei Honig-Slimes. Ist natürlich jetzt nicht so. Also noch ein paar Minzmangos. Auch nicht verkehrt. Ja, oder noch? Money. Ja, Karotte, okay. Wird nicht. Ist immer noch verschlossen. Nein! Alter, wie ihr frisst jetzt. Und noch eine Minzmango. Das ist jetzt schon wieder so ein Viecher, wa? Und das Spiel leckt schon wieder. Ist das zum Kotzen. Okay. Aber ich war mir ziemlich... Alter, Kinders, ich war mir mega sicher, dass, Alter, ist das ein... Ist das wie Zeitlupe gerade. Dass hier eigentlich noch so ein riesiger Honigslime, war. Aber ich kann mich jetzt echt gut nicht mehr so holen. Oh, lol. Das wird ja fast tödlich gehen, hier. Das ist doch ein Katzen. Nice, guckt euch das mal an. Nochmal von diesen Plots. Aua! Ich hab's gerade. Diese mega Akku hier. Durch die Viecher. Aber die schmeißen Honey Plots und die Sega Plots. Das ist doch eigentlich nice. Oder? Weil ich meine, die sind doch beide viel wert. Seht ihr? Ist normalerweise voll gut.
Also nimm mal solche Viecher. Mal mega Aggro. Okay, haben wir geschafft. Oh Leute. Ich muss euch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist halt auch fucked. Ah, ich bin mir mega sicher, dass hier irgendwo so ein riesiger Honigschleim noch war, ey. Fällt mir doch die Scheiße nicht ein. Also ich bild mir ja viel ein, ja? Aber... Nee, komm nicht hoch, scheiße. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, ob es hier noch so einen riesigen Honey-Slime gab oder irgendeinen anderen Schleim, diese scheiß Schüssel herkriegt, um noch eine weitere Tür zu öffnen, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, ja? Also... Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos, wa? Ich war mir eigentlich schon sehr krass sicher, dass es hier noch so einen Honigschleim gab. Ah, okay, hier sind wir hier. Oder ist der nur zu bestimmten Uhrzeiten da? Komm her! Das nehme ich mit. Da ist noch einer. Jawohl! Ja, von da komme ich. Aber wie komme ich da hin? Hier gibt es ja noch irgendeinen Weg zu gehen. Das ist halt auch mal Fakt. Ah, kick mal. Ah ne, von hier bin ich ja gekommen. Das sind doch diese Aggro-Viecher. Okay, wir sind jetzt gerade nicht hier. Okay. Gehen wir einfach mal da hoch. Schauen uns das mal an. Nochmal. Ich weiß, ich bin in der letzten Folge schon viel hier rumgegangen. Ich weiß es, Leute. Aber ich war mir auch sehr sicher, dass ich da einen riesen Honey Slime gesehen habe. Irgendwo, den man füttern konnte. Aber den kann ich mir noch nicht eingebildet haben. Geht's auch noch weiter? Okay, hier sind auf jeden Fall noch Honig-Slimes. Nein! Ach, das ist jetzt schon. Ja, fress mir noch nicht alle Minzmangos auf, ihr Huren! Nein! Warte! LOL! Werde reich oder stirb beim Schleimen? Nice, ich hab einen Goldplort. Da ist er. Nein, jetzt ist er ans Wasser gesprungen. Aber ich hab einen Goldplort. Nice! Ist der nicht mega selten? Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Da ist er! Ich wusste, ich habe es mir nicht eingebildet. Das ist nur die Frage. Ich möchte auch hin. Ja. Aber der frisst keine Karotten, ne? Scheiße. Der frisst keine Karotten, aber der frisst diese Minzmangos, oder? Aber das reicht doch nicht. Scheiße. Können die sich mal da verpissen, ja? Ich weiß, es ist schon wieder mordsmäßig langsam hier das Spiel. Aber... Oh, da sind welche. Ja, muss ich hoch. Muss ich hoch für... Das hilft nix. Hochführen. Jetzt komme ich da nicht ran. Ich glaube nicht, dass 6 Pore Früchte das wirklich retten. Aber das mit dem Goldplan, das finde ich schon mega nice. Au! Du Hure! So. Ist das? Das ist immer noch nicht fertig. Ja, komm her. Kommt her. Bam. Au. Wo bist du? Da. Komm her. Bam. Das sind nur Karotten. Das ist doch scheiße. Leute, ich glaube, das hilft nichts.
können wir auf jeden Fall nochmal Liga-Plots mitnehmen. Das hilft alles nichts. Es ist zwar mega ärgerlich, aber wir werden das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge klären können, was wir da eigentlich erhaschen, wenn wir den zu Tode füttern. Oder? Stopp! Warte, hier weiter. Das ist auch tatsächlich ein falscher Plot. Jawohl. Haben wir was? Da haben wir noch was? Mehr? Da haben wir noch was? Eigentlich brauchen wir schon Jägerplots, wa? Das ist der Scheiß auf die Karotten, ey. Über die Plots mit ohne Witz. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ja, wie man sieht. Nein! Ach, da ist nichts mehr, scheiße. Ja, wie man sieht, wird schon wieder dunkel. Und ich würde auch sagen, wir treten jetzt mal langsam die Heimreise an, weil ich die goldene Plot habe. Ja. Und den will ich nicht aus Duselei verlieren. Bin ich ganz ehrlich. Ja, und ich kenne mich. Ich werde den aus Duselei verlieren. So. Und beim nächsten Mal, liebe Freunde. Ja, beim nächsten Mal. Nehmen wir das hier alles mit. Und dann pumpen wir alles in den Hurenkopf von Honey Slime rein. Und dann schauen wir mal, was uns da passiert. Aber erstmal machen wir noch ein bisschen Money. Ja, kommt mal das hier rein. Haben wir noch was drin? Nee. Okay. Dann ballerball. Was ist das denn? Das ist ein Koffer. Achso. Ja, klar. Kommen wir erstmal hier alles rein. Du verpiss dich jetzt mal! Bam! So. Ja, dann können wir uns nämlich hier noch ein paar holen. Oh. Oh, jetzt haben wir eine zu viel. Bam. Zack. So. Und wir bräuchten jetzt eigentlich noch... Hey. Noch weiteres... das reicht nicht. So, wir gucken jetzt aber mal, was eigentlich so ein Goldblock gerade wert ist. Oh, der ist gefallen. Das ist nicht gut. Aber, liebe Leute, ich verspreche, in der nächsten Runde geht es auf jeden Fall darum, den fetten Honey-Slime, den wir endlich gefunden haben, fett zu füttern und da den nächsten Schlüssel abzufangen. Und dann überlegen wir mal ganz geschmeidig, ja, welche Tür wir dann öffnen, weil es gibt dann viele. Es gibt dann irgendwie, wo wir gerade waren, eine. Es gibt hier hinten die. Dann, wenn wir die Höhle hier freigeschaltet haben, ist auch eine Tür. Ja, also wir müssen schon ein bisschen bewegen. Das ist nicht ganz ohne. Dann werden wir versuchen, unseren Goldplot an jemand anderen zu verfüttern. Vielleicht auch um an diesen Katzen-Slime, an diesen Jäger-Slime. Weil die sind mit 56 auch nicht gerade zu unterschätzen vom Preis hier, ne? Das ist halt auch Fakt. Wenn wir dann beide so haben. Aber mehr möchte ich von dem Plan noch nicht verraten. Ich habe nämlich noch ein paar andere Pläne. Und ja, wie gesagt, das war mal wieder eine neue Runde Slime Rancher. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst einen Daumen da oder schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Tipps habt, ja, wo ich noch ganz viele coole Dinge entdecken kann oder sammeln kann oder wo ich vielleicht mal hingehen sollte, schreibt es bitte auch in die Kommentare, ja, weil ich kann davon auch nur lernen und ich mag das Spiel gerade sehr, sehr, sehr. Ich spiele es privat auch gerade sehr, sehr viel. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage Tschüss, bis dahin. Bleibt geschmeidig.